Jo, macht er. Wie ihr seht, haben wir heute mal ein bisschen anderes Ambiente für euch erstellt. Erst nochmal ein großes, herzliches Willkommen. Wir senden euch wie immer nur die besten, positiven Grüße aus der Esche und hoffen, es geht euch gut und hoffen auch, dass das bald sich irgendwann dem Ende zuneigt. Das können wir immer nur wieder betonen. Dann nochmal für alle, macht zu Hause, seid kreativ, macht euer Ding, zieht einfach, kommt, lasst keine Langeweile aufkommen und dann läuft der Laden noch einigermaßen. Gut, heute, habt ihr ja gesehen, machen wir auch mal nochmal einen Anschluss an die nächsten Wochen. Hier haben wir ein paar Tags im Hintergrund, wir haben das vorhin einmal ein bisschen angerichtet für euch, weil das Auge ist ja auch mit. Was machen wir heute? Heute machen wir Effekte. Effekte heißt wie zum Beispiel, dass ich meine Buchstaben nicht mehr einfarbig koloriere, sondern auch zum Beispiel mal ein paar Designs, ein paar Schattensequenzen und sowas einsetze. Also, kommen wir erstmal zu 1. Hier habe ich euch erstmal wieder ein Simple Letter E aufgemalt. Wie war das nochmal? Alles drei vom Block Letter, Simple Style, Bubble Style. Die sind erstmal wichtig, dann kommt White Style und sowas später, aber da kommen wir nochmal. Also, ich habe euch das E hier angemalt und habe euch Designs da reingemalt. Was wir hier sehen, Risse im Letter. Diese Risse sind eigentlich ganz wichtig, ist auch bei dem Malen nicht doll aufdrücken, sondern immer sehr feinfühlig arbeiten. Also nicht, sondern ganz vorsichtig. Diese Risse werden im Endeffekt an dem Buchstaben Kante, wo er reißt, malt es wie ein Dreieck sozusagen oder wie ein V, was sich öffnet. Aus diesem Riss oder aus diesem Ansatz des Risses zieht ihr die Risse einzeln raus, schnell und zackig raus, in verschiedene Richtungen. Immer da, wo er bricht, so wie hier, könnt ihr den auch noch ein bisschen dicker machen, weil da hat er eine Bruchstelle. Wenn er dann hier wieder in den Buchstaben an die Outline rangeht, geht es wieder in diese V-Variante. Füllermäßig seid ihr auch schon alle ganz gut am Start. Dann habe ich hier zum Beispiel auch mal das dreidimensional, den 3D verschiedene Techniken gemacht. Das hier oben, das wurde früher viel in der Oldschool-Sequenz gemalt, dass man wie so eine Art ovale Halbeier in den 3D reinmalt. Was sehr effektiv ist, ist hier diese Schattierung. Habe ich auch einfach erst den 3D vorgezogen, dann habe ich sozusagen mit dem Stabilo hier leicht aufgedrückt und leicht immer rausgezogen. Das kriege ich aber auch nur hin, wenn ich sehr feinfühlig unterwegs bin. Natürlich von beiden Seiten, dann kommt dieser Effekt zur Geltung. Ist wie so eine Lichtspiegelung. Das ist hier so diese typische Standardvariante, dass man sozusagen in den 3D-Linien nochmal reinzieht. Die verstärken sozusagen die Sequenz des 3Ds. Hier ist ein bisschen schräg, aber man kann sich auch gerne mal vermalen. Hier habe ich dann zum Beispiel eine ganz einfache Variante gemacht, habe es einfach den 3D mit Bubbles gefüllt. Dann, oder auch, wenn ich zum Beispiel meine Crew Layers mit einbringen will, wie ihr hier seht, habe ich hier einfach in den 3D habe ich wie so eine Art Asche-Tag reingezogen. Ja, kann man alles machen. Sonst haben wir es auch immer so gemacht, dass wir diverse Seconds direkt an den Buchstaben immer rangezogen haben. Also wir sind direkt mit einer anderen Farbe an dieser. Hier habe ich es mal gemacht, das ist auch eine Oldschool-Variante, dass ich sozusagen eine versetzte Second gesetzt habe. Ja, wenn man das um den ganzen Style setzt, wirkt es auch schon wieder ganz anders, als wenn ich die Second hier ansetze. Hier, wie immer, typisches Gimmick, ist ein Highlight. Ja? Seht ihr das hier? Ich ziehe das mal einmal mit Weiß hier einmal nochmal vor, damit ihr seht, wie das mit der Sprühdose wirkt. Hier auch wieder schnell ansetzen, rausziehen, 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 ansetzen, leicht weg. Habe ich den Effekt. Ja? Ich kann es zum Beispiel nochmal hier machen, vielleicht sieht es hier ein bisschen besser. Ziehen, ziehen, leicht weg. Habe ich ein Highlight oder einen Stern. Ja? Dadurch wirkt der Style immer noch mal ein bisschen frischer und er kriegt noch mehr Glanz. Ja? Gut, das sind also verschiedene erstmal Fill-In-Techniken, 3D-Techniken und eine versetzte Second. Ja? Wie ihr das macht, ist natürlich euer Ding, weil euer Style. Eure Kreativität, lasst euch da nicht reinlegen. Seid einfach kreativ, dann werdet ihr immer vorankommen. Ja? Und bei Graffiti ist es so wie bei allen Hip-Hop-Geschichten, create your own style, kreiere deinen eigenen Stil.
dass man sozusagen, wenn ich nur einen Strich setze, man sofort erkennt, okay, das ist von Dellis oder das ist von Amso oder das ist von Crafty oder das ist von Yoshi oder das ist von Lester. Ja, das sind so diese typischen Leute, die auch immer dienstags und mittwochs beim Graffiti-Kurs sind. Was habe ich hier? Hier habe ich mal eine etwas andere Variante. Da kommen wir jetzt später auch nochmal drauf, dass diese Schattierung extrem wichtig ist. Hier bei 1 einfach einen Block gezogen. Block 2 habe ich ein bisschen Schwung reingebracht. Warum? Weil wenn ich diesen Swing ein bisschen mit einbaue, dann kommt irgendwann dieser Effekt. Hier habe ich einfach wieder das I mit einem gewissen Schwung gezogen und habe den dann einfach gedoppelt. Hier habe ich dann nochmal einen Querstrich gesetzt und einfach einen reingesetzt. Hier das Gleiche. Dann habe ich den mit dieser schrägen Linie verbunden. Dadurch kommt dieser dreidimensionale Effekt. Ich kann euch das hier nochmal an der Rand zeigen. Sieht man mich hier unten ja, ne? Mhm. So, ich ziehe mal jetzt hier den Block nochmal wieder rein, im Schwung. Hier ist der Schwung drin. So, jetzt doppel ich das wieder, zack. Und das kann ich so oft doppeln, wie ich will. Jetzt ziehe ich die Querstriche rein. Jetzt kann ich es hier oben zum Beispiel auch nochmal machen. Und so habe ich dann irgendwann einen dreidimensionalen, coolen Letter. Dann geht die Reise nämlich wieder dahin. Also im Endeffekt kann ich das hier, kann jeder von uns, jeder, der hier in den Graffiti-Kurs war oder in den Schulkursen, alle können Block-Letter-Style, heißt, ihr könnt auch das. Das ist einfach ein geschwungener Block. Block 1, Block 2, Block 3. Hier einfach gleiche Technik wie hier, gedoppelt, runtergezogen. Hier oben the same, bei dem Querbalken genau das gleiche. Dann einfach, ich habe mal die eine Hälfte mit der Schattierung gesetzt, die andere Hälfte nicht. Was seht ihr? Die Hälfte mit der Schattierung hat viel mehr Tiefe und wirkt viel extremer als die rechte Seite. Klar, rechte Seite ist auch cool, aber finde, linke Seite wirkt besser. Heißt also, die Technik mit den Schattierungen ist schon wichtig. Was habe ich hier einfach drumherum gemacht? Denkt einfach, ich habe einfach nur einen Kreis gesetzt mit einer weißen Zecken, diesmal direkt dran und nicht versetzt. Dadurch kommt der Buchstabe nochmal mehr nach vorne. Okay, gut. Lasst es euch einmal kurz auf euch wirken und auch das wieder. Wir wünschen euch immer gerne von euch, dass ihr zum Beispiel, wenn ihr jetzt auch diese Aufgabe wieder macht, zeigt immer ein bisschen Resonanz. Schickt eure Skizzen zu uns, geht auf die Instagram-Seite. Da könnt ihr jeweils immer Fotos hochladen oder ihr geht direkt auf die Internetseite. Könnt ihr alles machen. Bis dahin, euer B-Boy. Dennis, bis dann, Zwing. Macht's gut, Kids. Auf ein baldiges Ciao, Kakao und auf Denver.